Inklusion ist mittlerweile in aller Munde und meint die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Inklusion ist als Menschenrecht verankert. Schaut man sich unsere Gesellschaft aber genauer an, wird man feststellen, dass inklusives Denken, Handeln und Fühlen bisher noch nicht in jedem Kopf angekommen ist. Neben den rechtlichen Grundlagen zur Inklusion ist vor allem ein inneres Selbstverständnis wichtig. Erst dadurch kann ein gemeinsames, gleichberechtigtes und selbstverständliches Leben in Vielfalt stattfinden. Das ist eine Welt, in der wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, uns alle auf irgendeine Art bereichern können und alle was zu geben haben. Und genau das ist der Punkt, was mir an Inklusion auch ganz besonders wichtig ist, weil ich weiß, dass es funktioniert, ich weiß, dass wir alle was zu geben haben und dass wir das alle zeigen können. Und das ist ein ganz großes Geschenk, das man nutzen kann. Auf dem Weg zu dieser uneingeschränkten Teilhabe und einem Miteinander in der Gesellschaft können Pferde uns lehren, jeden Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu sehen, ihn anzunehmen, respektvoll mit ihm umzugehen und ihn für das zu schätzen, was in ihm steckt. Dieser Film wurde inklusiv von allen Teilnehmern gestaltet. Er will ihnen zeigen, was Inklusion bedeutet und was uns Pferde in diesem Prozess geben können. Hey, ich gebe auch ein Interview mit dem. Ja. Pavel, siehst du das? Cool, oder? Die Kamera läuft gerade. Ja, und du gibst ein Interview. Das ist ja super. Im Zentrum steht die Reittherapieeinrichtung Pferdestärken, die von Christina Kentnowski geleitet wird. Mein Name ist Christina Kentnowski. Ich habe 2000 die Pferdestärken gegründet und arbeite seitdem im therapeutischen Reiten. Von Haus aus bin ich Diplom-Heilpädagogin, habe dann die Zusatzausbildung zum heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd gemacht bei dem Deutschen Kuratorium für therapeutisches Reiten. Und seitdem arbeite ich auch schon im Prinzip mit meinen Pferden und meinen Kindern zusammen und natürlich vielen Helferinnen. Eine Besonderheit ist noch zum Thema Inklusion. Bei uns gibt es eigentlich keine Inklusion. Und Inklusion ist für mich einfach, wenn man gar nicht mehr über Inklusion nachdenken muss. Bei mir wird jeder so genommen, wie er ist. Nur die Rahmenbedingungen ändern sich bei mir. Wenn einer Hilfe braucht, fürs Sattelzeug kriegt er Hilfe fürs Sattelzeug. Wenn einer Hilfe braucht beim Aufsteigen, kriegt er da Hilfe oder für Kommunikation. Also im Prinzip ist bei uns gelebt Inklusion. Ich arbeite schon immer danach. Inklusion ist eigentlich nur ein Wort, was jetzt dazugekommen ist, wo wir aber immer schon mitgearbeitet haben. Das abwechslungsreiche und kreative Angebot von Pferdestärken bietet eine Vielfalt an ganzheitlichen und individuellen Fördermöglichkeiten. Es richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und trägt zur motorischen, kognitiven sowie auch zur emotionalen und vor allem auch zur sozialen Entwicklung bei. Unser Sohn macht therapeutisches Reiten bei der Christina schon fast 17 oder 18 Jahre. Der hatte anfänglich sehr starke Schwierigkeiten mit Sozialverhalten, Eigenaggression und so weiter. Und wir hätten nie geglaubt, dass er sich so gut entwickelt. Also ich kann auch insbesondere auf außerhalb vom Reiten sehr gut feststellen, da unser Sohn eine Muskelschwäche hat, dass er im Ganzen sehr viel stabiler ist, was halt auch im Alltag gebraucht wird. Sei es das normale Laufen, sei es das Gehen, das Essen, das Rennen. Es bringt halt für alles im ganzen Leben für unseren Sohn die gewisse Stabilität mehr. Und das trainiert er hier halt besonders auf den Pferden und bringt ihm sehr viel. Die wissen nicht, wann Montag und Freitag ist. Aber wenn wir ihm jetzt sagen, wir fahren reiten, dann fängt er an aufzublühen. Dann kriegt ein Grinsen. Sie sehen das zwar jetzt nicht im Hintergrund, aber ich sehe ihn ja jetzt am Reiten und er ist am Strahlen. So sehe ich den leider selten, nur auf dem Pferd halt. Dazu gehört, dass die Pferde gepflegt und versorgt werden, aber auch Reitunterricht, Bodenarbeit sowie Voltigierübungen,
Partner- und Gruppensitzungen, Ausritte und weitere erlebnispädagogische Angebote. Erzähl mal, wie findest du's Reiten? Ja, gut. Warum denn? Was macht dir daran Spaß? Dass wir immer rausgehen, das macht mir da Spaß. Und was magst du am liebsten beim Reiten? Dass wir mal durch den Tunnel gehen, das mag ich am liebsten. Und wenn wir hier auf dem Platz sind? Dann mag ich am liebsten so im Kreis reiten, das ist voll cool. Und im Schritt oder schneller? Schneller. Schneller? Ja, welche Gangart am liebsten? Ganz schnell. Ganz schnell, also Galopp? Ja, ja. Das finde ich am liebsten. Und welches Pferd magst du am meisten? Pavel. Den Pavel? Aha. Und warum? Weil der immer so nett lächelt, so. Hier, dann danke für dein Interview. Manchmal können Pferde entscheidende Schlüsselmomente liefern, um sich weiterentwickeln zu können. Das zeigt die langjährige Begleitung der Pferdestärkenreiter, von denen ein Großteil seit der frühen Kindheit reitet und bis ins Erwachsenenalter teilnimmt. Ja, ich komme zum Reiten, weil es mir Spaß macht, mit Pferden mit zu arbeiten und zu arbeiten und naja, die erfreuen mich halt auch, die Tiere, und es macht wirklich sehr viel Spaß, und wenn man da mit was macht, also da geht dann schon das Herz auf, und da kriegt man auch ein schönes Strahlen, man geht ganz glücklich und entspannt nach Hause. Ja, also ich habe hier schon was gelernt, was ich auch im Alltag umsetzen kann. Das wäre zum einen, ja, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel was falsch mache, dass ich dann nicht direkt an die Decke gehe, sondern erstmal dann ruhig bleibe, tief an- und ausatme. Das hilft mir zum Beispiel auch in der Firma, wo ich arbeite. Mittlerweile umfasst die Einrichtung gestandene Turnierreiter, denn inspiriert von Christinas Arbeit entstand eine neue Form inklusiver Reitturniere, die von ihrer Mitarbeiterin Tina Schumacher ins Leben gerufen wurde. Ein Weg von der Therapie in den Sport. Voller schöner Momente, die für jeden zugänglich und erlebbar sind. Denn um Inklusion in diesem Bereich umsetzen zu können, braucht man nur eine einzige Gemeinsamkeit: die Liebe zum Pferd und zu einem wunderbaren Sport. Die heilpädagogische Förderung ermöglicht eine facettenreiche Arbeit mit dem Pferd. Diplom-Heilpädagogin Christina Kentnowski bindet schon seit vielen Jahren Parcours-Elemente in ihr Konzept mit ein. Geschicklichkeitselemente aus verschiedenen Materialien, die von Pferd und Reiter gemeinsam bewältigt werden. Hier werden Koordination, Wahrnehmung, aber auch das Bewusstsein für den eigenen Körper und den des Pferdes geschult. Der Reiter soll das Pferd innerhalb seiner Möglichkeiten zielgerichtet und behutsam an die Aufgaben heranführen und Einfühlungsvermögen beweisen. Denn so manches Parcours-Element sieht aus Pferdeperspektive ziemlich gespenstisch aus. Die Eindrücke bei den inklusiven Reitturnieren sind bei mir in dem Maße hängen geblieben, dass halt mein Kind auch auf diesen Turnieren mehr Selbstbewusstsein erfahren hat und ja, alle Kinder, die beteiligt waren, Spaß hatten und mit Eifer bei der Sache waren. Geschicklichkeitselemente haben erlebnispädagogischen Charakter, machen Spaß und erreichen eine große Bandbreite an Menschen. Diese Erfahrung machte auch Tina Schumacher in der gemeinsamen Arbeit. Sie erkannte die Chance für Inklusion und nutzte sie 2016 für ihre praxisorientierte Masterarbeit im Fach Rehabilitationswissenschaften. Tina ist Pferdetrainerin, aber auch pädagogische Fachkraft und Mitarbeiterin bei Pferdestärken. Sie ist Sportreiterin und aufgewachsen mit einem Bruder mit Behinderung. Aus dem Wunsch heraus, ihren beruflichen Hintergrund, ihren familiären Kontext und ihre Leidenschaft zum Reitsport miteinander zu verbinden, entstand der Gedanke zu einem inklusiven Reitturnier für Menschen mit und ohne Handicap. Inklusion ist für den Sport eine unheimliche Bereicherung, weil Vielfalt im Allgemeinen bereichert, uns alle bereichert. Und ja, da kann man sich jetzt verschiedene Bereiche angucken. Wenn ich anfange mit den Menschen mit Behinderung, liegt ganz klar auf der Hand, dass jemand, der so eine Verbundenheit, von der ich schon gesprochen habe, eben noch nicht gespürt hat, sich ganz besonders freut,
mal an Dingen teilzunehmen, die ihm sonst verborgen bleiben. Gerade an Wettbewerben mit Leistungsstrukturen, die einem Menschen gerade auch mit einer komplexen Behinderung ansonsten einfach oft leider Gottes heute noch nicht zugänglich wären. Das ist das Schöne hier an dem Sport, was, wie schon gesagt, gerade durch das Pferd ganz besonders gut möglich ist. Das Turnierkonzept war die Grundlage ihrer Masterarbeit und wurde bis 2017 insgesamt 3-mal erfolgreich umgesetzt. Alle 3 Turniere orientierten sich an regulären Strukturen und wurden durch neue Prüfungen und Teamwettbewerbe ergänzt. Ja, der Trail, der hier aufgebaut ist, ist sozusagen das Herzstück der Inklusion, wie wir es jetzt auf allen der 3 Turnieren gezeigt haben. Das ist eine Art Geschicklichkeitsprüfung, die vom Reiter selbstständig oder auch mit bis zu 3 Helfern bewältigt werden kann. Und das Besondere dabei ist, der Reiter hat außerdem die Möglichkeit, zwischen einem Sattel oder einem Voltigiergurt mit Haltegriffen und Pad zu wählen, was natürlich die Zielgruppe schon viel, viel breit gefächerter macht. Noch ein bisschen besonderer ist an der ganzen Sache das Bewertungssystem. Das mit diesen Geschicklichkeitselementen, das gab es in dieser Form schon. Das Bewertungssystem wurde aber jetzt noch obendrauf so angepasst, dass das Ganze wirklich wettbewerbsfähig wird, dass es für jede einzelne aufgebaute Station eine gewisse Gesamtpunktzahl gibt. Und von dieser Gesamtpunktzahl werden bei Fehlern in der Ausführung Punkte abgezogen. Bei der Bewältigung der Station steht das Pferd im Vordergrund und so dieses ganze Team rund um das Pferd und den Reiter, sodass man eben nicht so den Fokus absolut nur auf Reiter und Pferd legt, sondern wirklich auf das Team drumherum und wie das Pferd diese Aufgaben macht. Das heißt, wenn ich da mit meinem jungen Sportpferd reite, kann ich durchaus viel, viel mehr Probleme haben als jemand, der hier mit einem Therapiepferd kommt, was unfassbar sicher ist und das hier ganz souverän meistert. So ist es möglich, Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam und gleichberechtigt starten zu lassen. Also ich denke schon, dass eine gerechte Bewertung möglich ist, weil die Punkte eben auf die einzelnen Elemente bezogen sind und nicht auf den Reiter selbst, sondern wie er die Aufgaben meistert. Und beispielsweise, wir hatten ein Stangenviereck, in dem sich die Reiter mit Pferd einmal um sich selbst drehen mussten. Und dann gab es Punkte darauf, ob sie es geschafft haben, ohne eine Stange zu berühren oder mit einmal Stange zu berühren. Und dadurch finde ich, dass es gerecht bewertet wird. Die Turniere fanden beim Reitverein Kurtscheid in Rheinland-Pfalz und beim Reit- und Fahrverein Driedorf in Hessen statt. Gekennzeichnet waren die Turniere durch Wahlmöglichkeiten für alle Reiter und darüber hinaus durch das immer wiederkehrende und zentrale Trail-System. Diese Öffnung für Vielfalt ergab schon fast selbstverständlich eine annehmende Haltung gegenüber allen anwesenden Personen. Gleichzeitig entstand eine Turnieratmosphäre, die nicht überall zu finden ist. Mit Gefühlen der Leichtigkeit, der Wertschätzung, des Angenommen und Verbundenseins. Dieses Beispiel für den inklusiven Pferdesport durften die Pferdestärkenreiter im Frühjahr 2017 auf der Weltmesse Equitana präsentieren. Sie haben dort mit viel Herz und Können bewiesen, dass Vielfalt eine Bereicherung für den Sport ist, wie sie gelebt werden kann und dass Inklusion auch unter ganz verschiedenen Menschen möglich ist. An den Reitturnieren gefällt mir besonders die Atmosphäre. Es ist immer ein sehr lustiges und auch spannendes Turnier und ich würde auf jeden Fall immer wieder hingehen. Ja, und wie war das? Super. Super? Ja. Ja. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Das hast du auch sowas von toll gemacht. Also wirklich klasse. Das war ja auch mein erstes Turnier, aber ich habe es auch mit dem Bamiro super gemacht. Genau. Das hast du ganz, ganz toll hingekriegt. Vielfalt im Pferdesport ist eine Chance für jeden Menschen, ob mit oder ohne Handicap. Vielfalt ist ein Segen für den Sport an sich, für Begegnungen und gegenseitigen Respekt. Was uns Pferde in diesem Prozess geben, ist ein großes Geschenk.
Für mich funktioniert Inklusion mit dem Pferd besonders gut, weil ein Pferd den Menschen in allem, was ist, mit allem, was ist, annimmt und vollkommen im Hier und Jetzt ist. Also ein Pferd ist dabei wertneutral. Also es wertet überhaupt nicht und tut damit was ganz anderes als das, was wir Menschen viel, viel zu oft machen. Und ich glaube, davon kann sich keiner so richtig freisprechen, wenn es auch nur um kleine, klitzekleine Vorurteile geht. Das tut aber ein Pferd nicht. Es nimmt den Menschen genauso, wie er ist, in dem, wie er sich gerade im Moment gibt. Das Leben steckt voller Möglichkeiten und ein Teil von jedem ist wertvoll für uns alle. Und da muss ich eine kleine, wirklich schöne Geschichte erzählen von einer Kundin von mir, die da auf so einem Inklusionsturnier mitgeritten ist. Und sie kam nach einer Prüfung zu mir und sprach mich an und sagte, Tina, wir müssen uns doch eigentlich schämen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden und habe gefragt, ja, warum? Es war doch alles gut, es war doch alles in Ordnung, du bist doch gut geritten. Und sie sagte dann zu mir, ja, du hast vollkommen recht, aber ich weiß das auch irgendwie, aber ich kritisiere ständig an mir rum, ich kritisiere ständig an meinem Pferd rum, ich bin mit nichts zufrieden. Und dann sehe ich überall um mich herum so viele Leute, die sich einfach nur freuen, dabei zu sein, die sich darüber freuen, was sie da geleistet haben, wie schön sie das gemacht haben, wie sie da mit ihrem Pferd zusammen gestanden haben und dann einen Preis bekommen haben. Und ich kritisiere immer nur. Und ich finde einfach, das ist so ein unheimliches Geschenk, das zu merken. Und sie hat das gemerkt. Und ich glaube, es haben ganz viele andere Leute um mich herum auch gemerkt, dass genau das rüberkam, dass wir eben alle nicht immer nur darauf gucken sollten, was wir nicht können, sondern vor allen Dingen darauf, was wir können.